Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Blind Tech bei Chico. Und heute möchte ich euch ganz kurz meinen absoluten Favoriten an Langstöcken vorstellen. Und zwar ist das der Telefallstock von Comte. Das ist der TF25 und der ist absolut genial. Er ist faltbar und passt in so gut wie jede Tasche, Rucksack und so weiter, was ich halt zum Mitnehmen absolut mega finde. Er ist super stabil, er lässt sich ganz leicht auffalten und dann auch noch in der Länge verändern. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Dazu rolle ich zurück. Wenn ihr diesen Telefallstock in die Hand nehmt, dann habt ihr den mit einem Gummiband oder auch mit dem Klettband befestigt. Ihr nehmt die Befestigungen ab, haltet einfach nur den Holzgriff fest und lasst den Stock los und zack, ist der Stock stabil. Also der ist wirklich stabil. Er ist echt stabil. Ich habe einen vergleichsweise einen Teleskopstock von Kellerer, also der nicht faltbar ist. Die sind beide, also der kommt locker dagegen an. Er ist vom Durchmesser her relativ dünn, was halt richtig cool ist für das Stockjojo, das ich auch schon vorgestellt habe. Dann könnt ihr das Stockjojo hinmachen. Dann habt ihr den Stock immer fest am Hosenbund. Er geht euch nicht abhanden, sag ich mal. Dann habe ich hier die Möglichkeit, den Stock nochmal zu teleskopieren. Relativ einfach, also was heißt relativ sehr einfach zu teleskopieren. Lässt sich ganz leicht feststellen. Und es ist halt richtig cool, weil wenn ich zum Beispiel mit dem Hund unterwegs bin und ich habe den Stock, nutze den Stock zum Einsteigen im Zug, zu keine Ahnung was, dann kann ich den kürzer lassen. Ich brauche ihn dann nicht so lange, weil dann muss ich nur ein bisschen gucken, welchen Abstand und so weiter, weil der Hund übernimmt dann ja die Führung. Der Hund sagt mir, wo die Sitzplätze sind, der Hund findet Tür und so weiter, und da brauche ich den wirklich nur zur Unterstützung und da reicht er kurz. Wenn ich dann am Laufen bin, dann brauche ich ihn länger, dann kann ich ihn in meine Länge ganz einfach zack, zerapp einstellen und die Sache passt. Also ich finde diese Stöcke richtig cool. Sie sind nicht schwer, sie sind relativ leicht und ich habe wirklich lange nach einem richtigen Stock gesucht und ich kann diese Comte-Stöcke, die TF25, wirklich empfehlen. Ich liebe diese Stöcke. Dann habe ich meine Kunststoffspitze noch dran. Die genaue Bezeichnung findet ihr dann auch in der Beschreibung vom Telefallstock und natürlich auch von meiner Kunststoffspitze. Ich liebe diese Kunststoffspitze. Das ist eine, die hier ist jetzt schon ein bisschen abgenutzter. Das ist eine kugelgelagerte Spitze. Erleichtert die Führung wirklich. Der Stock rollt von ganz allein nach rechts und links. Man muss dann wirklich nur noch ein bisschen schieben. Und es ist eine hammerleichte Tastung, sage ich mal, mit dem Stock. Und ja, Holzgriff. Ich liebe Holzgriffe. Ich mag diese Kunststoffgriffe nicht. Und ja, also ich kann diesen Stock wirklich nur empfehlen. Die Spitzen könnt ihr euch anschauen, die ich noch von Comte zum Testen bekommen habe in den anderen Videos. Und wie gesagt, diese Spitze, die ich jetzt drauf habe, die Rollkugel, da findet ihr die genaue Bezeichnung in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Dann falte ich ihn einfach wieder. Das geht auch einfach, schnell, zuverlässig, wenn man irgendwo ist, sich hinsetzt, Gummiband drum. Stock ist gefalten, Stock hält, geht nicht auf von alleine und ich kann ihn hinlegen. Achtet nur darauf, wenn ihr irgendwo seid, legt euren Stock nie auf den Tisch oder irgendwas, weil selbst wenn man an dem Tisch nicht ist, ist es einfach unhygienisch. Die Kugel ist immer am Boden, man sieht ja auch nicht, durch man die Kugel schiebt. Und achtet darauf, dass ihr den Stock niemals auf den Tisch legt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und bis dahin, vielen Dank. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt es mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.